Heute aus dieser weißen, langweiligen Shorts eine DIY-Variante von den Teveo Dye-Dye Shorts. Als erstes braucht man natürlich Farbe. Ich habe mich auch für lila, blau und pink entschieden. Das Ganze wird eingefärbt. Ich habe es dann mehrere Stunden einwirken lassen und danach gut mit der Waschmaschine gewaschen. Es ist auf jeden Fall eine Sauerei, aber es macht übel Spaß. Das war dann nochmal das Vorher und das ist das wunderschöne Nachher-Ergebnis. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Shorts findet.